Hallo Leute, ja, wir sind hier in Ettlingen, haben letztes Mal geschaut, der Bahnhof, der Hafen war nicht voll, da fährt keiner lang. Schifflein war gerade hier weg mit drei Passagieren und wir müssen jetzt gucken, was wir mit den anderen Passagieren machen, die da noch stehen in Ettlingen an der Bushaltestelle, Bahnhof. Ja, da sind 28, da kommt jetzt noch ein Zug an. Wir hatten aber schon festgestellt, dass andere unterwegs, ja, A14 hat er jetzt noch, nicht mitgenommen worden sind, ne? Hier stehen jetzt 22, die wahrscheinlich alle nach über Willig wollen. Und in Willig standen aber noch einige, die auch nach da unten mussten und die er gar nicht mitnehmen konnte. Und deswegen fehlt uns hier eigentlich ein Zug. Das war der Gedanke. Ich denke, wir machen nach dem Intro, nach dem Logo gleich noch den Zug drauf. So, da müssen wir aber nur schauen. Wir sind denn hier unter? Unten ist nur einer unterwegs noch, oder? Da, nee, da sind auch zwei. Begegnungsverkehr war hier noch. 52. Und der andere, der war voll, ne? Ja. Und es waren noch welche stehen geblieben. Deswegen wollten wir da definitiv noch einen draufsetzen. Gut, das heißt eine Lok mit den Anhängern. Und dann auf die Tour Bayreuth, Willingen-Bünde, Ettlingen. Willig, Bünde, Ettlingen. Das ist richtig. Und starten. Jetzt müssen wir nur gucken, wann er da rauskommt. Und ob das so klappt. Oh, BSD ist schlecht hier, ne? Lass uns schnell die Lupe wieder nehmen. Hier unten ist eine Ausweiche, ja. Und da oben. So eine Auswahl. Kann also nichts schief eigentlich gehen. Jetzt kommt die Frage, war der auf freie Strecke? Das heißt, er wartet, bis der dahin fahren kann. Dann wäre das vielleicht nicht ganz so sinnig. Willig. Der müsste hier lang fahren zuerst. Das heißt, er sollte jetzt erst nach oben fahren. Fährt er? Wartet auch. Ne, jetzt fährt er voraus. Okay. Ich möchte gerne, dass er dann erst hierhin fährt. Ja, das müsste hinkommen, weil hier ist jetzt noch keiner, der runterkommt. Ja, dann passt das ungefähr. Müsste hinkommen. Sehr schön. So, das bedeutet, gehen wir auf die Karte, gehen wir hier unten an den Hafen gucken, was da Sache ist. Hier sind voll 16 drinne. Hier auch. Das ist gut so. Und hier sind welche, die Jena muss rüber, Bad Zwischenahn muss rüber, Schwandorf, Rathaus wird wahrscheinlich auch hier rüber müssen. Ja, auf jeden Fall wird da noch einer voll. Achim auch. Okay, 20, 27, 28. Könnte werden, ne? Die Pferdekutsche hat nichts eingebracht, da steht keiner. Okay. Ja, können wir so lassen erst. Okay, und wie wir stehen hier? 69, 17 nach Bayreuth. Wenigstens ein Schifflein ist noch voll. Aber Ettlingen-Bünde, da sind mehr wie ein Schifflein voll. Das ist also auch noch richtig. Der Zug hier ist mit 30 unterwegs. Fährt aber nicht mehr zum Hafen, sondern ist schon auf dem Weg nach oben, denke ich. Weil da ist nichts mehr mit Bayreuth oder so. Und hier sind noch Aachen und Königsbrunn. Das heißt, hier sind auch Dreie entweder gerade generiert oder noch welche stehen geblieben. Stehen hier noch welche? Na, Neubrandenburg ist hier auch noch. Schwandorf und Zweibrücken. Könnte man überlegen, dass hier vielleicht auch noch ein Zug fehlt. Da steht einer, der mit 44 unterwegs ist. Wie sieht es hier aus? Das ist eine Kreuzung, da haben wir gerade knapp daneben gemacht, ne? Den wollte ich haben. Jena, Lüneburg, zwei Brücken zurück, aber der Zug, der kommt da ja jetzt gleich angefahren noch. Okay, das wäre jetzt noch okay. Hier, der ist voll. Und der fährt ja nach Gütersloh. Bad Zwischenahn. Gütersloh, Reiterallee.
Jena, Köln, Lüneburg, Lüneburg, zwei Brücken. War das hier unten zwei Brücken? Ne, war Zwischenahn. Zwei Brücken ist da unten, stehen 19. Plus 18, 27. Bayreuth 28, 32, 33, 41 und nochmal 5 dazu sind 46. Okay, da wird gerade ein Zug mit voll. Ich denke, das können wir so lassen. Wie sieht es hier auf der anderen Tangente aus, wenn das so ist? Drei Passagiere warten nach Gütersloh Rathaus. Hier, die waren noch welche nach Lüneburg, oder? Ja. Ja, das ist okay so. Da dürfte eigentlich nicht zu viel sein. Wir können wenigstens jetzt mal gerade hier reinschauen. Sind auch nur 17. Er hat 23 geladen. Ich glaube, hier ist kein Problem, ne? Hier stehen noch wieder 9. Okay, werden natürlich auch mehr generiert, aber auch gut, ne? Da war gerade die Tute zu hören. Das sieht erstmal alles gut aus. Und hier. Ja, 76, aber da haben wir letztens mal noch was gemacht, schon mit neuen Zügen und so, meine ich, bei Neubrandenburg. Da haben wir noch einen mehr draufgesetzt schon. Er hat nur 9 drin, ne? Okay. Ein bisschen wenig, aber ist halt so. Und hier stehen 2, 5, 5. Ah, dann 7, Mergetheim auch. Die anderen 8 wollen hier hin. In Jena stehen 26, da kommt man auch mit einem Zug dann hin, egal welche Richtung, ist jetzt auch nicht so entscheidend. Hier unten sind aber zwei Züge auch. Fahren leider etwas dicht aufeinander, aber ist okay. Da sind 13 drinne. Und da sind 30 drinne, geht also. Also hier müssten gleich 14 in den Zug einsteigen, während jetzt hier 13 drin waren, ne? Ja. Da hat er schon einen mehr. Okay, dann waren wir hier in dem beschaulichen Neubrandenburg. Dreie. Hier sind nur drei nach Norden. War gerade eine hier? Ne, ist gar nicht so viel jetzt nach Norden. Wir sind da drin, 21, okay. Na, will auch keiner mehr nach Norden momentan. So, Bad Mergentheim ist hier. Stehen 43. 15 nach Süden. 17. 23, 26, ne, 29, 31, 32, ja, die wollen alle nach unten. Also 43. Nach Norden möchte keiner, weil der Zug gerade da war. Ne, obwohl hier ist er ja. Mit 11, okay. Und hier sind es 56, die jetzt runter wollen. Fährt er noch darüber, ne? Aber ich, nee, doch nicht. Da fährt er nicht hin, glaube. Hier sind alle abgeholt gerade, okay. Und er hat auch niemanden dabei. Also hier ist niemand rübergekommen. Hier sitzen aber drei Passagiere, die nach Schwandorf wollen. Hier sitzen 13 Passagiere, die auch nach Schwandorf wollen. Beziehungsweise, ja doch 13. Und er hatte wohl auch welche, ne, oder? Lass mal gerade noch mal schauen. Ja, es sind jetzt 29. Wo ist die Eisenbahn hier? Da. Mit drei Passagieren, okay. Sind da schon mehr? Nein. Er fährt wahrscheinlich leer. Ne, doch nicht. Fünf sind da drinne. Und hier wartet niemand, aber der Zug kommt gerade erst an. Wie viel bringt der? Wenn er überhaupt welche bringt. Jo, bringt ein paar Zähne. Fährt leer weg.
knapp daneben, ne? Ja, fährt leer weg. Und hier in Schwandorf stehen 15 und die wollen noch mal, ich glaube. Hier stehen 24. Schwandorf Rathaus 3 und Wilnsdorf Burg mit dem Schiff, ne? Hier kommen aber 16 an. Okay, da sind auch welche von Schwandorf und mit Schwandorf unterwegs. Schwandorf Rathaus. Hier ist niemand drin. Ich glaube, den können wir auch mal schnell umdrehen, weil der wird auch mit niemand weiterfahren. Der kann gleich umdrehen. Das macht keinen Sinn, dass der hier weiterfährt. Weil die anderen beiden werden auch schon leer sein, ne? Der ist auf jeden Fall leer. Und der ist auch leer. Komm, dann nehmen den letzten noch und sagt ihm auch, er möchte wieder nach Wilnsdorf fahren. Obwohl es alles keinen Sinn macht, weil da ist einfach zu wenig Traffic drauf. Er ist leer. Hier stehen sie und wollen nach. Na, die wollen tatsächlich hier hin und der hat keinen mit. Ach, der kommt von Erlangen wahrscheinlich. Ja, nee, doch nicht. Ach, im Rathaus. Fahren die woanders lang? Der fährt doch hier rüber und hat niemanden drin. Da passt was nicht, oder? Wilnsdorf Burg fährt er hier lang. Lippstadt ist klar. Wenn der jetzt welche mitnimmt, ne? Der hier. Dann fahren die nicht mehr hier lang, sondern fahren da hinten rum. Wahrscheinlich, weil die Bahnstrecke schneller ist, oder was? Ne, er nimmt keinen mit. Warum hat er denn hier keinen drin? Das steht aber alles in Ordnung, ne? Ja. Wilnsdorf Burghafen, wo fahren denn die anderen lang, bitte? Hier stehen noch 73. Verbindung. Regionalbahn, Lippstadt, Hafen, Kirche. Lippstadt, Schwandorf. Warte, da kommt einer. Lippstadt, Erlangen, Hafen, Schwandorf, Hafen. Nimmt der die jetzt sogar alle mit? Warte, wo standen die jetzt? Hier, 73. Lippstadt, Wilnsdorf, Wilnsdorf. Der kommt jetzt an und nimmt hier diese mit alle, oder was? Sind jetzt wieder, ja, er hat 16 geladen. Erlangen, Hafen, Schwandorf, Hafen. Achso, die Bahn fährt natürlich nur bis nach Lippstadt, deswegen fährt da keiner mit. Und die fahren jetzt tatsächlich. Okay, dann hat sich über Friedrichsdorf die Linie etabliert. Das heißt, die fahren hier nicht über Land. Die fahren nicht hier lang. Sondern die fahren tatsächlich übers Wasser. Okay. Krass, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Lass mal gerade schneller fahren. Weil dann nimmt der hier über die 51 noch einige von mit, ne? Ja, 16 geladen. Königsbrunn, Lüneburg. Alles über Erlangen, Schwandorf, Hafen. Das bedeutet, hier in Erlangen müsste es voll sein. Und die wollen alle nach Friedrichsdorf dann. Hier steht aber nichts nach Friedrichsdorf. Aachen wird.
Okay, das heißt, die fahren auch noch mal darüber. Naja, wenn dann Simotrans die Routen so berechnet hat, ist ja alles gut, ne? Das heißt, diese müssten alle voll werden. Erlangen-Wilnsdorf. Ja, hier ist voll. Gütersloh und so. Wir haben aber schon wieder die Pause drin aus Versehen. Hier sind 15 drauf, passt. Also hier ist reger Verkehr. Hier stehen 34. Okay. Und die Kutschen haben wir gut zu tun. Bad Mergenheim 2, weil da sind die 4 und Binnenden, das ist da hinten, also ist das hier passend. Und hier müssten welche stehen, ne? Oder nein, noch nicht. Aber die Strecke hier übers Wasser gibt es ja auch noch nicht ganz so lange, deswegen ist das vielleicht noch nicht hier ganz so voll. Wird aber werden, denke ich. Und hier geht es nur, dass die nach Schwandorf fahren. Da lang fahren wahrscheinlich. Ja, da stehen nur noch Schwandorf-Reisende. Okay, schauen wir mal, ne? Und hier ist alles passend. Dann würde ich fast schon sagen, sind wir erstmal durch für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.